okay? Ich glaube ja. Ich will deinen Weg raus. Kümmere du dich um Will. Ja, dann könntest du einfach durch die Maschine durchgehen. Okay. Wills Worte halten in meinem Kopf wieder. Alles stehen geblieben. Die Zeit wird enden. Machst du das? Ach ja, der ist ja da vorne. Was zur Hölle ist das? Es sieht so geil aus, wie das alles so hin und her stottert. Zerbrochen. Was zur Hölle? Das ist verrückt. Nein. Das ist der ganz normale Wahnsinn. Das für immer? Will. Will. Zustand. Was haben wir getan? Ironisch, dass sie das Ding aussieht wie ein Chaosstern. Ich weiß, dass sie recht hatte. Die ganze Zeit über. Ich habe Paul gewarnt. Es hätte vermieden werden können. Hätte Fahrradkette. Was? Wo? Wie? Wer? Da hinten hin? Warum stehst du denn immer noch da? Du willst das Ding noch ausprobieren. Das macht keinen Sinn. Das sollte nicht passieren. Die Zahlen sind doch... Die Anomalie ist kollabiert. Ja, und wenn schon scheiße wird, dann bitte richtig. Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Jack! Mhm. Komm! Wir können durch die Luke fliegen! Er hat natürlich den Plan. Ja gut, er muss ja auch irgendwie auch da hingekommen sein. Ich wollte Paul nicht im Stich lassen. Aber es gab keine Möglichkeit, ihm zu helfen. Ich wusste nicht, wo er landen würde. Hier rein! Schnell! Zur Hölle. Erstmal Rambazamba da oben. Hier entlang. Hallo, ich würde gern sprinten, aber das geht anscheinend nicht. Und kein Videospiel kommt ohne die obligatorische ich quetsche mich durch einen engen Gang-Szene aus. Jack, deine Hände. Wir müssen weiter. Nein! Kein Remedy-Spiel ohne Bullet Time. Jack. Du hast... Was ist? Ganze los, Sätze. Hier lang. Weiter. Das war das erste Mal, dass sich meine Kräfte bemerkbar machten. Ein unkontrollierbarer Energieschub, der Will gerettet hat. Jack, weil du so einen Akt 1, Teil 2, Campusflucht. Muss er deine Verbindung mit dem Kronen. Was haben wir denn? Ach, so Pistole. Wie viele Sammelgegenstände haben wir hier? 4. Ach, das hält sich an Grenzen. Was ich da eben getan habe. Was zum Teufel ist hier los? Das versuche ich dir gerade zu erklären. Aber nicht so, dass ich es verstehe. Ich werde es versuchen, aber jetzt müssen wir gehen. Reflexionen sind richtig gut. Eine Explosion ist schlecht für die Zeit. Wenn die Zeit ein Ei ist, dann ist dieses Ei jetzt zerbrochen. Das Zeitei ist im Arsch. Eieiei. Wieso geht es denn jetzt um Eier? In der Zeit ist ein Riss. Sie bricht auseinander. Und das führt zum Ende der Zeit und die Tür. Was? Verschlossen. Mhm. Ich habe keine Zugriffsrechte mehr. Und deswegen schlägt man einfach mal das Keypad. Das hat nichts gebracht. Geh zur Seite. Ich krieg sie schon auf. Ist das... Okay. Ich bezweifle, dass das tatsächlich funktioniert. Haltet die Augen auf. Könnte sein, dass sie hier entlang sind. Sie kommen. Hier rein.
Ich habe Paul gewarnt, dass die Berechnungen falsch sind. Ich habe versucht, dich dazu zu bringen, mir zuzuhören. Indem du mir eine Waffe vor die Nase hältst? Ja, eine Waffe. Das anerkannte Symbol für Hals, Maul und hör mir zu. Wie immer ganz logisch. Du. Nein, was denn? Ich weiß nicht. Ist alles in Ordnung. Sicher, dass er nicht wieder rauf ins Labor ist? Vielleicht ist er zurück und hat versucht mit dem Service. Das ergibt alles keinen Sinn. Wie? Warum bist du überhaupt hier? Das ist im Moment deine größte Sorge. Um ihn aus seinem Versteck zu scheuchen. Was Lichtspielereien sind richtig gut. Du hast ja keine Ahnung. Ja, ja. Paul bat mich, dein Chaos in Ordnung zu bringen. Mein Chaos? Verstehst du überhaupt? Kümmere mich drum. Ich sehe da hinten überhaupt nichts. Vielleicht muss ich dahinter kriechen. Scheiße. Ich bin mir sicher, das sollte in der Tat ein Fuck und kein Scheiße sein. Ich werde jetzt auch mal langsam bereit, Dinge zu erschießen. Du kennst die Zusammenhänge überhaupt nicht, Jack. Du warst nicht hier. In 6 Jahren ist viel passiert. Hängt eigentlich das Kabel in der Luft? Na egal. Hier geht es um mehr als uns. Nimm's nicht persönlich. Sie versuchen uns zu töten, Will. Das ist schon sehr persönlich. Glaub mir, das Letzte, was ich wollte, war, dich mit reinzuziehen. Es tut mir leid. Haben wir hier noch irgendwas? Jo. Wahrscheinlich eine E-Mail. Hier lang. Der Riss in der Zeit wird immer größer. Wir müssen etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Wie? Als erstes müssen wir zu meinem Wagen. Mach du das mit der Tür. Natürlich, weil ich bin der Mann fürs Grobe. Will, runter! Ballern! Eröffne Feuer! Deckungsshooter! Nicht richtig zielen und Max Payne-mäßiger Zeitlupeneffekt. Bleib unten! Also. Oh. Hört auf uns zu schießen! Du kommst schon. Verflucht! Okay, er ist down. Muss mal eben ein bisschen hier in Deckung, sonst rafft's mich gleich dahin. Ah! Komm schon. Das ist so Max Payne-mäßig. Will, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Aber Jack, das war. Ich weiß. Das ist völlig außer Kontrolle geraten. Ich habe schon mal eine Knarre benutzt. Ich war schon in brenzligen Situationen, aber ich wurde noch nie von professionellen Gangstern gejagt. Sammelgegenstand. Paul war sich sicher, dass das Experiment funktionieren würde, dass die Zahlen richtig waren. Weil seine Spezialisten ein Haufen Vollidioten waren. Ihre Formeln haben diese Variablen nicht berücksichtigt. Du korrigierst jetzt die Formeln? Wenn sie das vorher gemacht hätten... Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Quantenwellen, du hast gerade eine Quantenwelle ausgelöst. Sieh dir die nächste Episode der Serie an, um die Konsequenzen deiner Handlung zu sehen. Alrighty. War noch hier eine E-Mail oder so? Ein E-Mail? Das ist nicht gut. Überhaupt sieht nicht, so aus, nein. Da. Ja. 2 Sammelgegenstände haben wir noch. Da ist der Lift zur Lobby. Warte. Er kommt runter. Die Tür ist offen? Nein, nicht. Nicht schon wieder. Los. Kurze kontrollierte Feuerstöße. Warum zum Teufel schießt Bollock auf uns? Weiß ich das nicht. Hey. Oh. So, da. Ah, geh doch mal nach links so. Schon besser. Das ist ja geil. Das ist richtig cool.
Die Zeit spielt wieder verrückt. Ach was. Wir müssen los. Raider-Team. Sind Jack und William Joyce in Gewahrsam? Hast du das gehört? Sie kennen unsere Namen. Sie wussten, dass wir hier sein würden. Sie sind hinter der Zeitmaschine her. Der Lift. Er ist der einzige Weg hier raus. Ja, dann. Wir können nicht zu deinem Wagen. Mona könnte dort auf uns warten. Wir müssen, Jack. Es ist wichtig. Der Riss muss repariert werden. Wir müssen zu meinem Auto. Okay, also... Der ist total, ja, der Professor. Die Zeit ist also zerbrochen. Gut. Und jetzt sagst du, dass wir das reparieren können? Theoretisch schon. Ich habe für so einen Fall etwas gebaut, vor vielen Jahren. Aber es wird nicht einfach sein, die Gegenmaßnahme zu finden. Die Gegenmaßnahme? Was? Klingt gut. Okay. Was ist? Vielleicht lassen sich die Türen noch öffnen. Ich versuch's mal. Natürlich. Oh, wieder so ein Zeitstotterer. Will? Oh, scheiße. Schon wieder eingefroren. Irgendwie konnte ich mich das ist so cool und Will gemacht. Aus seiner Starre lösen, auch wenn die Welt noch eingefroren war. Anomalie! Anomalie! Mit dem Rest. Mit allem. Ich klaue euch die Waffen. Das ist so cool. Sollen wir hier eine E-Mail? Jo. Ist hier noch was? Sieht jetzt nicht so aus. Ich meine, hier waren wir ja vorhin erst. Aber ich klaue denen noch die Waffen. Wenn die Anomalie kollabiert, sollten wir besser wechseln. Ja, die werden sich wundern. Kann man hiermit interagieren? Nicht? Schade. Wo steht dein Wagen? Hier entlang. Auf einem Parkplatz wahrscheinlich. Das ist so geil, als würde der Himmel irgendwie zersplittern. Hier geht auch so ein bisschen der Punk ab. Ist das nicht der Typ, der da vorhin schlafend lag? Dieses Winter hat sich getroffen, als sich hier in Unterwelt sich bewegen. Ja, dann wollen wir doch mal. Aber sie will nicht. Sie bleibt erstarrt. Es hat bei dir funktioniert. Warum funktioniert es bei den anderen nicht? Selektiv oder so? Vielleicht weil er beim Experiment dabei war oder sowas? Schau sie dir an. Das ist eine verdammte Invasion. Was machen sie? Und warum? Sie schnappen sich alle. Alle Zeugen, die. Als hätten die das gewusst. Als wäre das geplant gewesen oder so. No history, no future. Wohin muss ich denn da hinten? Ja. Ach, das war der Taxifahrer. Und der Burke. Wir können durch den Hörsaal zum Parkplatz gelangen. Du sagtest, du wärst darauf vorbereitet. Woher wusstest du, dass es passieren würde? Beth Wilder. Es ist kompliziert. Ich erkläre es im Auto. Natürlich ist es kompliziert. Wenn es einfach wäre, hätten wir diese Scheißsituation jetzt nicht. Durch diese Tür. Die ich natürlich öffnen muss. Was haben wir denn da? Alan Wake! Jawohl! Also, die geben aber gerne Referenzen an sich selbst. Anomalie ist kollabiert. Für den Moment. Woher weiß er das denn alles? Oh nein, nein, mein Wagen! Sie bewachen den Parkplatz! Oh Gott, das ist geil. Das ist... Okay, Will. Beruhige dich, okay? Ich kümmere mich darum. Ich werde mich durchkämpfen. Ich hol das Auto her. Natürlich. Bist du sicher, dass du das schaffst? Nein, bist du sicher, dass du die Zeit retten kannst? Nein. Dann sind wir wohl quitt. Hier. Die Schlüssel. Ja.
Hey, Jack. Sei vorsichtig. Ja, okay. Werde ich. Es gehört auf jeden Fall best zu den besten Gesichtsanimationen, die ich so seit langem gesehen habe. Was zur Zeitblick! Hölle. Meine Kräfte wurden stärker. Ich konnte jetzt Dinge fühlen. Warnungen. Und auch Echos aus der Ich habe gerade Befehle von Monarch Actual erhalten. Wenn wir schon mal hier sind, sollen wir den Wagen von William Joyce finden. Gibt's ein Kennzeichen? Sie arbeiten dran. Pff, wahrscheinlich irgendein Schwachsinn wie Xenon oder ein Neutron. Na schon. Wie viele haben wir hier? Einer noch. Oh, ist doch noch einer. Da! Sehr hübsch. Okay, wo ist dein Auto, Will? Zeitkurs. Ich konnte ein Echo aus der Vergangenheit sehen. Wie Will in die Universität gekommen ist. Das ist überhaupt gar nicht Division-mäßig. Nicht schon irgendwas? Bisschen Muni, bisschen Waffe. Dann haben wir noch Muni. Ich hoffe wirklich, ich bin nicht zu spät. Das. Ich sehe die Vergangenheit. Ich auch, dann erinnere ich mich nämlich daran. Etwas hatte sich verändert. Ich konnte ein Zeitstopper! Und die Zeit in einem bestimmten Bereich anhalten. Nein, von mir! Du weißt nicht, was du tust! Will! Oh, fuck! Sie kommt von da, wo ich Will zurückgelassen habe. Ich muss... Über dieses Gefluche in Videospielen. Das ist ja schlimm. Was angetan hat! Richtig geil ist, dass er irgendwie so ein Hexagon... Nee, einen 20-seitigen Würfel. Jetzt sind die Listen ausschalten! Das ist so geil. Wie viele haben wir noch? 4 habe ich gezählt. Du gehst erstmal schlafen. Bleib doch mal hier. Ich will doch nur spielen. Einer noch. Planänderung. Scheiß auf das Auto. Ich muss zu Will. Früh gefreut. Du bist Jack Joyce. Wo ist er? Wo ist mein Bruder? Sie bringen ihn in die Bibliothek. Vielleicht kannst du sie noch einholen. Warum hilfst du mir? Du hörst zu denen. Es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du schaffen wirst, aber du solltest dich beeilen. Das war das okay, erste Mal, sie dass sie ist... Wilder sahen. Ja. Ah, das okay. Das erste Mal, dass sie mich sah. Verfolgungsjagd in der Bibliothek. Akt 1, Teil 3. Will. Will. Jetzt habe ich irgendwo wieder einen Sammelgegenstand vergessen, aber na egal. Okay. Was haben wir denn hier so? Ja, okay. Das ist ja... Einen habe ich hier irgendwo vergessen. Egal, da gehe ich dann halt später nochmal rein. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will.
sollen William Joyce Leben färben, wenn er sich nicht wehrt. Bitte, lasst mich gehen. Ich kann. Halt die Fresse. Halt einfach die Klappe, okay? Der Boss will, dass wir ihn in die Bücherei bringen. Er will sich persönlich um ihn kümmern. Okay. Will. Was leuchtet? Ach so, das ist Echo. Echo. Das sieht so geil aus. Ja. Fuck. Scheiße. Leer. Und weg ist er. Gib ihm! Du hast das Wort. Einen haben wir noch, ne? Ja. Was zum Teufel ist da drin los? Halt, los, ich wollte sagen! Remedy kann auch. Ach du meine Güte. Kannst ja komplett zerlegen den ganzen Kram hier. Sehr cool. Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Weiter geht's, Jack. Was haben wir jetzt hier noch? Irgendwie. Ich habe gerade dieses Symbol am Aufleuchten. Das bedeutet halt immer, dass irgendwo irgendwas Aufsammelbares in der Nähe ist, wenn das Zeitblick-Symbol aufblinkt. Das kriegt ihr jetzt natürlich nicht mit, aber dann vibriert der Controller halt auch so. Okay. Ja, jetzt schon wieder. Seht ihr das? Ach, okay. Das ist ein Echo. Es macht keinen Sinn, das Arschloch in die Bibliothek zu schleifen. Der Lufttransport wurde bereits eingeleitet. Wir sollten schon weg sein. Lufttransport? Die Zeitmaschine. Ihr nehmt die Zeitmaschine? Hey, ich sagte, halt die Fresse. Die sind immer so freundlich zueinander. Das ist so schön. Was? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder ihnen half? Sie war nicht die Einzige.